Hallo, sehr verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen zum heutigen Replay of the Week. Dabei habe ich mir ein Replay rausgesucht von dem allseits beliebten und bekannten IS, dem 7er Heavy Tank der Russen. Und wir sehen 8er, 7er Gefecht, also eher Low Tier, Kates Winterberg. Und dann schauen wir mal, was Horny Unicorn Without Horn so reißen wird. Wenig überraschend. Ist er jetzt erstmal auf dem Weg in die Stadt? Der klassische Spot natürlich. Hier gerade im Begegnungsmodus will natürlich jeder nicht möglichst schnell in die Mitte, aber auf jeden Fall den so ein bisschen covern, dass der Gegner da nicht zu viel Druck machen kann und deswegen ist es hier immer sehr häufig, dass man da schnell hinfahrt und der haut hier schon den ersten Snap raus und der trifft auch noch perfekt. Der FV hat es hier probiert, aber bounced am russischen Stahl. Aktuell ein bisschen, ja, ich will mal sagen, vorsichtige Annäherungsversuche. Sein Team so ein bisschen jetzt auf dem Vordermarsch. Er bleibt ja auch noch ein bisschen hinterhalb der FV und der T29 da in der Stadt. Wie gesagt, man sollte jetzt auch noch nicht zu viel Gas geben. Jetzt denkt er sich, nee, das gefällt mir nicht. Den IS hat er jetzt zeitlich da in der Straße. Hat er gut auf der Minimap gesehen und kann dem vielleicht einen verpassen. Da ist er schon, jetzt kriegt er sein Popöchen rein. Aber da sieht er dann drei weitere Panzer, beziehungsweise zwei. Der ging voll durch ihre Panzerung. Und jetzt hier auch noch der Panther, der da rumschaut und... Ja, jetzt denkt er sich natürlich so, hoppala, ist mir dann doch ein bisschen viel eventuell. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Und jetzt will der Gegner da ein bisschen drauf pushen. Jetzt wird es interessanter. Er ist noch im Reload. Aber jetzt will er dem Panther eine geben. Hat es aber nicht ganz geschafft. Jetzt kommt der Panther rum mit Schwung. Auto-M drauf. Panzer muss mitdrehen. Damage drauf gemacht. Panther ist raus. Deswegen kann er sich jetzt wieder da drauf konzentrieren. Jetzt den IS, vielleicht jetzt dann. Ah, ja, schön, direkt getrackt. Direkt fürs Kettenrad gegangen. Jetzt hat er hier auch noch den anderen IS als Schutz. Und jetzt kann er den rausnehmen. Damit steht 6-6. Sein dritter Kill. Jetzt kommt er hier ran, aber der T29 vom Gegner hat da schon gut aufgepasst. Hat ihm da einen Hit mitgegeben und jetzt muss er aufpassen. Nochmal so einen und er wäre raus. Die Runde wäre dann für ihn schon beendet. So, jetzt hat er aber den T29 rausnehmen können, bevor er auf ihn reagieren konnte. Der FV hat es noch nicht so richtig spitz bekommen, dass er seitlich hier noch einer ankommt.
Jetzt aber spätestens wir das merken. Der FV konzentriert sich aber nur auf die drei, weil klar, das sind One-Shots dabei. Jetzt kann er den schönen farmen. 9-9, eine ganz enge Runde. 9-10 jetzt für den Gegner. Also hier ist noch gar nichts erledigt. Der FV hat jetzt eben nur auf den Scorpion G geschaut und die anderen beiden hat er aber rausnehmen können. Also da war das schon klar, dass er jetzt nicht auf den IS da dreht. T92 jetzt am Ende der Straße und da der IKV. Ah, nicht lang genug eingeaimt. Da hätte er mal ein bisschen ruhiger machen können. Jetzt kommt er da daher. Das wird sein 6. Kill in dem Fall. Ich denke mal, den macht er. Ja, da ist er gerade aufgegangen. Hat man ganz gut gesehen, wie der Schwede abgebremst hat. Aber ja, den rausgenommen. 6. Kill und 4100 Damage aktuell. Captain wird er jetzt wahrscheinlich nicht. Da steht er dann doch einfach zu offen für alle da. Das macht nicht so wie richtig viel Sinn. Scorpion G geht da auf. Sehr gut, schneller Treffer und jetzt wieder zurückziehen. Und jetzt ist er nämlich der Scorpion G auch One-Shot. Sehr schön, dass er jetzt hier das Cover hat. Der andere Scorpion G kommt schon hinterhalb rum. Und da jetzt auch schneller Snap fertig gemacht. Tiger P hat die Arti rausgenommen, aber damit haben sie es mal ausgeglichen gestaltet. Sein 7. Kill. Einen braucht er noch, um die Radley Walters nach Hause zu holen. Und da sehen wir jetzt T92 hier. Auto-Aim und zack, gemacht. 8. Kill, Radley Walters und 5336 Damage. Also der holt es gerade gut nach Hause. TKP kommt jetzt hier an. Der ist noch fast rappelvoll. Hat er hier den Panther des Wrack da als Deckung. Das ist sehr gut. Tiger P hat da gerade verschossen, hat man schön gesehen. Jetzt kann er sich hier ein bisschen Zeit nehmen, um den Schuss ein bisschen sicherer anzusetzen. Hat aber nicht geklappt. Jetzt kommt der Scorpion G von hinten, von seinem Mate. So, Tiger P bekommt jetzt von beiden Seiten und das machen sie jetzt natürlich gut. Jetzt zack, nochmal einen drauf, ist getrackt und jetzt muss es der Scorpion G nur noch finishen und dann war es das. Und genauso ist es auch. Dann geht er mit 5764 Damage nach Hause, 416 unterstützt, 8 Kills und 2129 Basiserfahrung. Ein schönes russisches Replay, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es war meines Erachtens ein sehr verdientes Replay of the Week, denn er hat hier auf jeden Fall auch als Low-Tier Eier bewiesen. Das war's, bis zum nächsten Mal, euer Aikaramba.